Jo, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video bzw. einem Grillvlog. Ihr seht schon, die Aprilia ist beladen. Der Koffer ist hinten drauf, einfach nur, weil da ein Grill drin ist. Ja. Ich habe sogar noch Platz bis hier. Ich hätte theoretisch hier noch ein Zelt hinten dran spannen können oder oben drauf. Und hier unten durch könnte man auch noch etwas durchmachen. Also platztechnisch, ich habe noch einen Rucksack auf. Aber platztechnisch bin ich heute überhaupt nicht ausgereizt. Da geht noch einiges mehr. Falls sich jetzt der ein oder andere schon gezwungen fühlt zu schreiben, hey Infi, das ist viel zu viel Gepäck für so einen kleinen Roller. Die Fahrzeuge sind für zwei Personen ausgelegt, für zwei erwachsene Menschen. Da macht so ein bisschen Gepäck gar nichts. Also ich muss sagen, beim Fahren merkt man es eigentlich gar nicht. So, also ich merke jetzt keinen großen Unterschied beim Fahren, ehrlich gesagt, von einer Gewichtsverlagerung oder irgendwas. Die schweren Sachen habe ich im Rucksack und im Koffer ist halt nur der kleine Grill und der Koffer ist zugelassen bis 5 Kilo und ja, der Grill wiegt keine 5 Kilo. Ich bin jetzt auf dem Weg zum See. Ja Leute, endlich mal wieder ein Grillvideo. Gab schon lange nicht mehr. Es ist zwar noch viel zu kalt zum Baden, aber ich habe richtig Bock, mal an See zu fahren, wieder ein bisschen Sonne tanken, ein bisschen grillen, ein bisschen auf die Isomatte liegen. Aber so im Prinzip, man hört es gar nicht. Es ist völlig in Ordnung. Oha, was hat er für ein Bodykit, Alter? Tschüss. Hat mich zwar fast geschnitten, aber geiles Bodykit. Bevor ich da wieder hochkomme, muss ich erstmal runterkommen. Ja, runterkommen geht. Das ist easy. Boah. Fast noch in den See geflogen, Alter. Jetzt mal als erstes mal die Isomatte rausholen. Kissen, Handy, Schlüssel, Adapter, Fleisch, Musik. Das ist der Grill, mit dem wir heute grillen. Ich packe jetzt mal den Grill aus. Mit einer Hand. Und Gaskartuschen habe ich jetzt eine drin dabei, die ist fast leer. Und dann habe ich noch eine dabei, die ist voll. Muss ich halt mal gucken, wenn die leere nicht mehr reicht, muss ich halt die volle nehmen. Also die ist nicht leer, aber da ist echt nicht mehr viel drin. So, jetzt müssen wir die quasi nur aufdrehen. Mal gucken, wie geht das. Also, fertig. Füße. Ja. Stelle ich jetzt am besten hier hin. Ja. Linie. Oh nein, der ganze Brenner ist nass. Oh. Zack, eine Flasche rein. So, ich habe das jetzt doch mit zwei Händen gemacht. Ging irgendwie besser. So, da können wir jetzt vielleicht erstmal ein Käffchen machen, würde ich sagen. Irgendwie Bock auf einen Kaffee? Nee, machen wir später. Ich hoffe, dass die Gaskartusche noch reicht. Wenn nicht, muss ich hier unten eine andere Kartusche draufstehen. Mal schauen. Ich driss halt auf volle Pulle. Und guck, was bei rauskommt.
Fleisch, Fleisch, Fleisch. Wo ist meine Schlüssel? Einfach in einer Kühltasche aus dem Penny. So Leute, ich habe jetzt doch den Helm aufgezogen, wegen Wind und so. Gerade noch Akkus gewechselt. Jetzt kommt nämlich mein... kommt jetzt nämlich mein Besteckkästchen zum Einsatz. Da haben wir alles drin, zwei Becher, also zwei Edelstahlbecher, Salz, Pfeffer, Besteck, also quasi für zwei Personen. Ich nehme hier ein Tellerchen. So, was haben wir dabei? Käseknacker, ganz einfach. Dann Kartoffeltaschen, sehr geil, hat mich der Semi drauf gebracht. Und vom Metzger haben wir hier einmal ein Schlemmersteak für 5 Euro, das ist nur eins. Dann zwei Hirtenröllchen, das ist Schweinenackensteak, zusammengerollt und in der Mitte Hirtenkäse. Und dann zwei zusammengerollte Rückensteaks mit, ich weiß gar nicht was das ist, Kräuter, Tzatziki, Kräuter, Mozzarella, irgendwas, ich weiß es nicht genau. Klang irgendwie lecker, deswegen habe ich mir das mal gegönnt. Das gibt's jetzt auch als erstes. Ja, das hier sind die zwei. Das in der Mitte so eine Frischkäse, eingerollte Frischkäsefüllung. Da würde ich die ersten drauf machen. Den Rest packe ich jetzt mal wieder zu den Kühlakkus. Aha. Ich glaube, das ist das mit Hirtenkäse, oder? Ne, genau. Leider hat die Gaskartusche nicht mehr so viel Power. Aber ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, tausche ich die kurz. Die zwei hier, soll ich die auch gleich machen? Nee. Oder? Das Gute ist halt wirklich beim Gasgrill, man kann den zwischendurch ausmachen und dann wieder anmachen. Das ist halt richtig praktisch. So, jetzt kommen noch die Kartoffeltaschen. Das sind so Kartoffeltaschen und innen drin ist Frischkäse. Boah, die sind auch echt geil. Da mache ich jetzt auch mal zwei drauf. So, schauen wir mal. Ja, doch, der hat noch Power. Ich glaube, es reicht sogar mit der alten Gaskartusche. Boah, Alter, geil. Lecker, Mann. Lecker, Mann. Guck mal hier an der Seite, da sieht man auch den Hirtenkäse. Leute, das hier ist die geilste Barbecue-Soße, die ich jemals gehabt habe. Santa Maria gibt's im Edeka. Barbecue-Soße, Bourbon, Whisky. Alter, hammergeil. Hat mein Vater mich draufgebracht. Und, wie ich finde, auch eine sehr geile Knoblauchsoße, einfach Papa Joey's. Der Papa Joey. Na, man kennt ihn. Oder nee, wisst ihr was? Das dauert mir jetzt echt zu lange. Ich wechsle die kurz um. Da ist Wasser noch drin. Weil mir da Wasser durchgelaufen ist. So, kann man einfach hier fliegenden Wechsel machen. Wow, ja, Leute, jetzt haben wir Power. Die werde ich jetzt ein paar Mal drehen, damit die auch schön durch werden. Die drehen wir auch nochmal. Jetzt drehen wir die mal so hin. Und den vielleicht auch so, dass sie auch seitlich durch werden.
So, jetzt könnte ich noch mehr drauf werfen. Also ihr seht doch, man hat hier richtig viel Platz. Deswegen mache ich auf jeden Fall noch Fleisch, komm her. Das ist immer so peinlich. Und alle 2 Minuten kommen hier Leute durch und schauen mich so an. Und ich hier sitze mit dem Helm Grille. Oh Gott, alle wieder gucken. Gut. So, Käsewürstchen. Problem ist, der Grill ist nicht ganz eben. Ein Stöckchen drunter machen. Muss man tricksen. Und hier noch ein Stöckchen drunter. Da müsste es eben sein, ja. Roll mir die Würstchen nicht weg. Brot habe ich auch, da kommen die Würstchen rein. Ja Leute, ich lasse jetzt mal noch eine Weile auf dem Grill und dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, die Sachen sind schon echt gut durch. Ich war jetzt gerade ein bisschen am Handy gesessen und habe es komplett verplant, darauf zu achten. Ich habe jetzt den Grill gleich mal runtergedreht. So. Und das Ganze mal ganz unten lassen. Jetzt kommen die erstmal auf den Teller. Die 2 und die Kartoffeltaschen. Boah. Nein. Egal. So, vielleicht mal stehen noch mal ganz kurz aus. Oh, Leute, ich mache ganz kurz den Helm auf den Kopf setzen. Jetzt wird sich der Ton wahrscheinlich ein bisschen verändern, aber so kann ich mich um mein Essen kümmern. Ah, geil, Alter. So, Barbecue-Soße. Oh, nein. Oh Gott. Nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg, Blatt. Geh weg. Oh. Nein, da kommt rein, oder was? Fuck. Scheiße, geh weg. Oh nein, ich habe einen Helm auf. Geh weg. Ich will nur essen. Also muss ich nehmen, essen gleich mit. Oh Gott. Tschüss. Viel Spaß. Lass es dir schmecken. Geh weg, Alter. Nein. Was macht er? Komm hier nicht her. Das gibt's nicht, Alter. Der kommt hierher. Kommt hier wirklich her. Verschwinde, Blatt. Nie hat man seine Ruhe. Warum haben die keine Angst zum Teufel? Ich habe Angst. Ich versuche jetzt mal zu essen. Diese Kartoffeltaschen. Oh, zieh ich mal rein. Frischkäse. Ich stelle das jetzt hier drauf. Ich hätte ein bisschen Brot hingeworfen, aber ich habe nur 2 weg, ne? Und die will ich nicht verrupfen. Oh. Oh, Leute, sind die lecker. Oh, guck mal. Der Schwarm ist weg. Dann kann ich mich wieder hinsetzen. Und die packe ich jetzt gerade mal hier auf den Brötchen. Und dann schmeiße ich nämlich noch die anderen 2 drauf. Die werden geil.
Die werden richtig pervers, das merke ich jetzt schon. Was ist das für eine Füllung? Frischkäse, glaube ich. Und Schinken oder sowas. Da hat Schinken noch dran. Scheiße, sind die geil. Ich hoffe, dieser Schwan kommt nicht wieder. Die können nämlich richtig aggressiv werden, vor allem im Frühling. Nein! Füllung ist krank. Knoblauchsoße. Leute, mit Knoblauchsoße himmlisch. So, bisschen Barbecue-Soße. Ja, gut, bisschen. So. Guten Appetit. Leute, ich werde jetzt mal aufessen und dann sehen wir uns wieder. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, bankroll, euro, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Jo Leute, wie ihr vielleicht hören könnt, da hinten müssen jetzt Leute mit der Kettensäge rumsägen, Alter. Jetzt gehe ich. Manchmal Leute nerven mich einfach. Jetzt muss ich hier hochkommen, ey. Wow, das ging easy, tatsächlich hingekriegt mit dem Zeug. Dieses Kettensäge-Gesäge da hinten geht mir jetzt echt auf den Keks, Alter. Ich habe so schön entspannt. Ich habe leider nicht alles gegessen. Es war leider echt zu viel, wie immer irgendwie. Aber die Kühlakkus halten bis jetzt immer noch kühl, also soll das Fleisch zu Hause immer noch gut sein. Ich war gerade eben noch fast in den See gefahren, in Fluss, da links nebendran ist ein Fluss. Jo Leute, hier ist wieder euer Ingrillitum. Da hinten ist ein Auto. Wenn da ein Auto ist, heißt das, dass das ein Förster ist oder so. Warum mitten auf der Straße stehen? Ich glaube, das sind Angler. Die haben hier einen Schlüssel für diese Schranke und dann fahren die mit dem Auto hierher und parken direkt am Platz. Verstehe ich nicht, warum Angler hier reinfahren dürfen. Ich habe jetzt nur noch gewartet, dass er was sagt.
weil ich mit dem Roller fahre. Ich sag, Digga, meinst du, ist es in Ordnung, dass du mit dem Auto hier reinfährst, nur weil du ein scheiß Angler bist und ich darf hier nicht mit dem Moped durch, oder was? Aber es war mir schon richtig auf der Zunge gelegen. Naja, Leute, ich muss sagen, richtig geiler Tag. Schade, dass jetzt dieses Kettensäge-Gesäge. Ja, Leute, dieser Schwan, der ist vorhin nochmal gekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich gerannt bin. Der wollte nämlich ans Ufer, aber irgendwie ist er da nicht hochgekommen. Auf jeden Fall bin ich dann erstmal da den Berg hochgelaufen und da oben direkt in die Arme einer Libelle. Vor Libellen habe ich unfassbar viel Schiss, noch mehr Schiss als vor Hornissen sogar, weil Libellen sind furchtbar. Ich habe als Kind mal eine gebissen oder gezwickt oder gestochen, keine Ahnung. Ich war klein, es hat Aua gemacht und Libellen sollen wohl nicht ohne sein, habe ich gehört. Keine Ahnung, ich will es nicht ausprobieren. Digga, zieht euch doch mal rein. Ha, Opi fährt mit dem Rollator. Mit dem elektrischen Rollstuhl zum Baggersee. Geil, Mann. Das, Leute, das bin ich. So werden meine Motovlogs aussehen in, ja, weiß nicht, 40 Jahren ungefähr. Werden dann so meine Motovlogs aussehen. Also so wie jetzt, nur ein bisschen in langsamer. Das ist einfach aufgefallen, wenn man eine Zeit lang einfach sich in die Natur legt und nichts macht, einfach nur ruhig ist, irgendwann merkt man richtig, wie die Natur zurückkommt. Also die Tiere beachten dich gar nicht mehr. Gerade einen Meter von mir entfernt ist ein gelber Schmetterling oder so gelb-grünlich gelandet. Und Hummeln sind rumgeflogen direkt vor meiner Nase. Also richtig, richtig geil einfach zu sehen, wie die Natur dich dann irgendwann gar nicht mehr beachtet. So. Ein Vogel. Dem habe ich ein bisschen beim Nestbauen zugesehen. Ich wünschte, ich wäre ein Vogel. Dann könnte ich mir ein Haus bauen. Wenn man sich als Mensch ein Haus bauen will, Alter, tschüss, eine halbe Million kannst du rechnen. Als Vogel nimmst du ein paar Äste und Zweige, ein bisschen Spucke und dann baust du dir dein Haus. Als Specht brauchst du nichts, nur deinen Schnabel. Und dann baust du dir ein Haus in einem Baum. Ja, Leute, ich hoffe, das können wir wiederholen. Falls ihr da Lust drauf habt, auf so eine Art Video. Ich bin richtig entspannt, ey. Ich weiß nicht, ich meine, klar, es ist schön, wenn man mal was mit Freunden und Kollegen macht, so, ne? Aber ich verstehe manchmal Leute nicht, die immer ausschließlich nur in Gruppen solche Sachen unternehmen. Und es quasi überhaupt nicht auf die Reihe kriegen, mal alleine irgendwas zu machen. Alleine mal rausgehen, alleine mal einfach ein bisschen eine Tour machen oder alleine sich einfach mal an den See legen und einfach mal den Kopf frei kriegen. So, ich bin echt gerne alleine, muss ich sagen. Klar, ich bin auch mal ganz gerne mit anderen Leuten unterwegs, so wie mit dem Semi zum Beispiel. Ich hab's aber auch echt gerne, wenn ich einfach nur alleine bin. Den Kopf frei kriege, gerade am Wochenende so ein bisschen von der Woche abschalten und einfach mal ein paar Stunden an nichts denken, ist auch einfach mal geil. So, ich mache das echt gerne. Vor allem, da kann man sich über alles mögliche Gedanken machen und so. Zum Beispiel, dass man ständig vergisst, seinen Blinker auszumachen. Darüber könnte ich mir auch mal Gedanken machen. Irgendwie fehlt jetzt nur noch so ein Rolleranhänger. Und dann könnte ich mein ganzes Wohnzimmer mitnehmen, einfach auf Tour. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, was ich großartig labern soll. Ihr merkt, ich rede auch ein bisschen langsamer. Ich habe vorhin fast ein bisschen geschlafen. Ich bin jetzt wirklich so ein bisschen runtergekommen. Naja, meine Freunde, ich bin raus, fahre jetzt nach Hause. Wünsche euch einen schönen Tag, Leute, und macht was, unternehmt was. Man muss sich nur zu Hause rumsetzen, auch wenn Corona ist. Man kann trotzdem ein bisschen die frische Luft genießen, ein bisschen Sonne tanken, das geht ganz gut. Vermeidet halt nur Gruppen. Es ist nicht so gut, aber ich würde sagen, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao mit V.